Einladung von TPA trifft sich die Energiebranche alljährlich zur Vortragsreihe Energy Tomorrow. Im Wiener Ares Tower gehen Experten der Frage nach, wie die Energie- und Klimawirtschaft die globalen Herausforderungen der Zukunft meistern kann. Professor Rademacher ist durchaus skeptisch. Weil die Weltbevölkerung eben weiter explodiert. Und weil wir natürlich in der Bevölkerungsexplosion primär Arme haben, die aber einen Anspruch auf Wohlstand haben. Und wir haben alleine in diesem Jahrhundert schon 1,5 Milliarden Menschen dazu bekommen. Das ist dreimal die Bevölkerung der EU. Und wir müssen überlegen, wie die Menschen dort in auskömmliche Verhältnisse kommen. Sonst haben wir auf dem Globus die Probleme, nicht nur beim Klima, sondern natürlich auch bei der Migration, und die trifft uns dann voll. Doch auch der österreichische Strommarkt sieht sich ausgerechnet durch zu viel Windstrom an der Nordsee und durch fehlende Leitungskapazitäten mit Problemen konfrontiert. Ja, insbesondere die Energiewende in Deutschland hat jetzt Konsequenzen für Österreich, weil die Energiewende führt jetzt letztlich dazu, dass beabsichtigt ist, den österreichischen deutschen Strommarkt zu trennen durch Einführung einer künstlichen Grenze an der Staatsgrenze. Und das wird erhebliche Auswirkungen für Österreich haben, für den österreichischen Strompreis. Mehr denn je bedarf es einer raschen Steigerung der Energieeffizienz in Österreich. Ansonsten sind die Klimaziele bis 2050 nicht erreichbar. Neue Geschäftsmodelle sind gefragt. Wir denken, dass Energieeffizienz tatsächlich ein sehr spannendes, neues Thema ist, wenn man so will. Auch etwas, wo man durchaus mit Geschäftsmodellen operieren kann und nicht so sehr sich nur im geförderten Rahmen bewegt. Also wo es tatsächlich Themen gibt, wo man für Kunden, für neue Anwendungen auch wirklich einen Nutzen stiften kann. Ja. Wir betreiben zum Beispiel eine Plattform auch für Energiemaßnahmenhandel. Wir verstehen uns hier sozusagen als Enabler, als Ermöglicher dieser Dinge. Ja, und das wäre eines dieser Geschäftsmodelle, aber es gibt auch natürlich andere, die nicht nur von uns kommen. Ja. Österreich sieht sich derzeit mit der geringsten Quote an thermischen Sanierungen des Althausbestandes seit Jahren konfrontiert. Die momentan fehlenden Förderungen zur Steigerung der Energieeffizienz könnten durch innovative Finanzierungskonzepte teilweise ausgeglichen werden, zum Beispiel durch Crowdinvesting. Ja, es gibt sehr viele Leute, die sich dafür begeistern und hier etwas machen wollen, aber gerade jemand, der in Wohnungen wohnt, hat momentan sehr wenig Möglichkeiten, dass er wirklich etwas macht. Und hier kann ein mit sehr geringen Beträgen, bereits ab 250 Euro, kann er sich an sinnvollen Projekten beteiligen. Wie es momentan ausschaut, wird das erste Projekt sein Kleinwasserkraft in Niederösterreich. Und dann wird vermutlich auch Richtung Photovoltaik gehen oder auch ein Öko-Hotel, wo wir jetzt gerade Gespräche führen. Auch die Firma Siemens hat mit ihrem Einspar-Contracting ein neues Finanzierungsmodell entwickelt, um die Energieeffizienz zu fördern. Einspar-Contracting hat eine relativ einfache Formel: Maßnahmen bewirken Einsparungen, die Einsparungen finanzieren die Maßnahmen. Das ist sehr einfach, dazu gehört jedoch auch ein klares Thema, und das ist, dass der Contracting-Geber dem Contracting-Nehmer einerseits eine Garantie über die Höhe der Einsparungen gibt und andererseits eine Garantie über die Investitionssumme gibt. Aber wir haben in ganz Österreich mit dem Modell einen Umsatz von 40 Millionen im Jahr. Das heißt, sie haben Land auf, Land ab, verschiedene Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, aber eben auch sehr stark diesen Bereich der Bundesimmobilien. Einmal mehr setzen die Berater von TPA mit der Veranstaltungsreihe Energy Tomorrow Impulse in der Energiewirtschaft. Auch als Steuerberatungsunternehmen, glaube ich, kann man ja ein bisschen versuchen, einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Und wir versuchen es halt auf die Art und Weise, indem wir uns auf diese Themen fokussieren und dann die Mitarbeiter, die Interesse an den Themen haben, auch entsprechend unterstützen und ausbilden, damit sie dann eben unsere Kunden bestmöglich beraten können. Nur mit diesen neuen Konzepten und Finanzierungsmodellen sowie einer globalen Sichtweise kann die Energiewende bis 2050 umgesetzt werden.